Kiesenbar oder Kiesenbar, ja, ich würde mal sagen, guten Abend, ja, und herzlich willkommen. Also bitte entschuldigen, wenn ich das falsch ausspreche, aber so, wie geht's denn hier nur weiter? Da unten würde ich sagen. Und nochmal ein Hüpperle. Ja, mit dem Armband, was wir am rechten Handgelenk haben, ist schon geil, was wir da gefunden haben. Man braucht nicht mehr ganz so streng jetzt in jede Ecke gucken, nachschätzen. Es wird einem ja angezeigt, ne? Also ich merke es dann im Controller, dass es vibriert und das Armband fängt ja dann an zu leuchten. Es gibt auch noch so. Es gibt natürlich auch noch dementsprechenden Ton von sich. Okay. Mal aufpassen, dass wir da nicht. Oh, hier ist schon wieder so ein Ton gewesen. Da ist er nämlich. Ich hab's ja gewusst, irgendwo hier im Wasser wäre doch. Aber man sieht man leuchten. So, was haben wir denn gefunden? Einen Messingwasserkrug. Also mit dem Armband oder seitdem wir das Armband haben, kann man sehen, haben wir wirklich alle Schätze gefunden. Ne? Das ist natürlich schon dementsprechend gar nicht so schlecht. Vorher haben wir doch einige verpasst, wenn man das so sieht. Aber egal, das machen wir im zweiten Spieldurchlauf. Betonung liegt auf Semba. Also Kisemba ist aber nicht so schlimm. Alles klar, Kisemba. Na denn, herzlich willkommen und guten Abend. Ja. Hä, was war das jetzt? Wir wollten ja gucken, was das für ein Schatz ist. Genau. Kiesember. Ein Messingwasserkrug. Nice. Also, Nadine. Und bitte nicht zutraulich werden. Nun gut. Ich höre, hast du auch für Asaf gearbeitet. Wie hast du die Folter verkraftet? Was meinst du, hat er dich gefoltert? Oh ja, hat ohne Pause über sich und sein Ziel geredet. Ehrlich, Mann, ich schnall's. Du musst mich nicht überzeugen. Ich bin nur auf die Kohle aus. Ach, ich es hasse, wenn Leute rumschwafeln. Ja, ätzend, oder? Die Dialoge sind auch immer der Knaller. So, das Armband leuchtet schon wieder, wie wir sehen. Ich habe es auch gerade schon wieder gemerkt. Also irgendwo hier muss schon wieder was sein. Da vielleicht, Moment mal, ich muss mal schnell gucken. Also es muss irgendwo hier oben sein, aber wahrscheinlich kommen wir von der anderen Seite ran. Ich gucke mal gleich. Das ist die gute Frage, ob ich da oder ob ich von hier noch mal irgendwie rankomme. Das mal kurz an. Also irgendwo hier oben drauf muss der sein, denke ich. Wie kommt man da hin? Da runter? Was ist denn hier unten, bitteschön? Aber hier ist das Armband wieder aus. Hoppala. So, der alte Cool fragt wieder seine Punkte ab. Auch nicht schlecht. Ein paar hast du ja schon. Also hier ist ganz deutlich zu hören. Ja, ich weiß, ich suche ja die. Ich bin halt so und will die halt alle haben, ne? Aber okay, wenn wir jetzt mal wieder einen verpassen, wäre ja auch nicht ganz so schlimm. Wir wollen ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Ach. Vielleicht komme ich ja von hier drüben irgendwie ran. Ah ja, okay. Rein in den Spieß. Da ist er. Jawohl. Es geht doch. Gut, dann muss ich halt wieder hier runter. So, was haben wir denn gefunden? Mamlukische Messingschale. Meine Güte. Geh mal weg, Sam. Geh doch mal weg.
Und wieder in den Matsch rum. Die Hose sieht wieder aus. Meine Herren. Na los. Hier lang. Alles klar. Genau, hier lang. Boah, das sieht so geil aus. Also es ist... Was die Entwickler da wieder geschaffen haben für Welten, ist genial. Ich bräuchte meine Machete. Hilfst du mal? Kein Problem. So, dann drücken wir mal hier die Dreieck-Taste ordentlich. Geh vor. Du zuerst. Besten Dank. Ja, hier heißt es mal nicht Ladies First. Wasser, das sieht auch so genial aus, das Wasser hier, das ist hier so runter. Wo kommt das Wasser her? Das ist natürlich die Frage. Spult da einfach so aus dem Stein? Na okay. Ach je, ach je, ach je, was denn jetzt, was denn jetzt? Holla, die Waldfee. Holy shit, sagt er, sagt sie. Alles gut, ich bin okay. So, ich glaube, da müssen wir wieder ran. Mal ordentlich Schwung holen. Jeps. Ja, das war knapp. Hey, wo ist Sam? Ich glaube, er hat kein Seil. Ah, ja. Hatte ich vergessen. Er kommt schon klar. Moment, wir sollen hier ein Gespräch führen. Danke übrigens, dass du Sam nicht abgemurkst hast. Vielleicht brauchen wir ihn noch. Na bitte, gut. Positive Einstellung. Er könnte Lockvogel spielen. Feuer für uns auf sich lenken. Sich auf eine Granate werfen und uns alle retten. Diese Loots werden dir helfen, das Abenteuer zu bestehen. Danke, cool. Danke. Oh, hier ist wieder irgendwo ein Schatz. Ich hör's schon wieder vibrieren. Hat mir gefallen. Ich merke es vibrieren und habe den Sound gerade im Ohr gehabt. Und da ist er. So, was haben wir denn? Halbmondflasche. Nice. Ich weiß gar nicht, wie viel Schätze es hier dann wirklich gibt nachher. Das wäre immer interessanter. Wir können ja mal in der Statistik kurz reingucken. Bei Schätze. Ich will es einfach mal wissen, wie viel Schätzchens. 68 Schätze gibt es also. Und 45 haben wir. Na gut, ein paar haben wir auch verpasst. Oh, halt dich fest. Ich bin ja Lara gesagt, aber ich spiele ja hier gar nicht. Sam, wo bist du? Tomb Raider. Umweg. Kommst du? Hey, glaub, damit könnte es gehen. Das müssen wir hier rüberschieben, glaube ich. Oh, verdammte Scheiße, ist das schwer. Oh, diese Ausdrücke. Das wird schon schief gehen. Komm, Sam. Rinnen direkt mit der Nase. Ja. Auf geht's. Na los, wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Toll, Brille irgendwie kaputt. Fühle ich mich sicherer, wenn sie da ist. Ich muss einfach nochmal gucken hier. Steine hier auch alle nass und das Wasser da so runterrinnt. Absolut genial. Nadine, sieh mal nach, ob wir da oben was brauchen können. Ich mach das. Nein, schon gut. Na los, Süße, ich helf dir hoch. Okay, ich wollte nur Gentleman sein. Sieh einfach zu und lern. Hoch mit dir! Du bist zu fett. Okay. Sam, du bist zu fett. Ist da irgendwas zum Raufklettern? Eine Kiste oder sowas? Das sollte gehen. Ha, cool.
wohl. Ein Rohr. Kommt hoch. Nur zu, Sam. Alter vor Schönheit. Ach, zu liebenswürdig. Nein, sie haben nur Angst, dass ich das umstoße und dich da zurücklasse. Dann gehe ich von jetzt an lieber zuerst. Die Sprüche sind einfach genial. Zu süß. Ich würde ihn nicht zurücklassen. Ja, naja, sei netter. Ach, herrlich. Meine Güte, der ist ja schon fleißig am Klettern. Siehst du, was weitergeht? Niemand nimmt. Wir brauchen eure Hinterhaken. Okidoki, bin unterwegs. Oh, das Metall biegt sich hier ordentlichst. Eieieiei. Bist du okay? Ja. Gut, ich leih mir einfach einen Diensthaken und... Ich habe eine bessere Idee. Was hast nicht du? Bewegen. Au, nicht doch, ey! Was machen die denn da? Nicht bewegen. Was machen die denn da? Die besteigen sich. Hey, Chloe, kann ich mal dein Seil haben? Klar, aber ich zuerst. So, ich will auch mal über Sam steigen. Ignoriere mich einfach. Sorry. Ja. Überlasst mir bitte das Seil da. Alles klar. Oh. Da oben ist eine Höhle. Ja. Hast du den Haken mitgebracht hier? Den... Sie geht offenbar vor. Moment, es leuchtet wieder. Geh du mal hier noch um die Ecke. Alles klar. Da oben blinkt. Bring dir nächstes Mal selbst ein Seil mit. Aber genau. Achtung. Nice, schöne Kletterpartie hier wieder. So, und dann müssen wir wohl. Was ist das denn? Speckstein-Edelstein-Schatulle. Nice. Ah, es geht voran mit den Schätzen. Es geht voran. So, jetzt müssen wir natürlich hier wieder irgendwie wieder zurückkommen. Bloß nicht fallen. Nicht runterfallen. Den hätte ich wahrscheinlich sonst wieder überhaupt nicht gefunden. Okay. Zieh dich hoch. Da werden wir nochmal sicherheitshalber ein bisschen nachschwingen. Was ist das? Na gut, das sind nicht viele. Wir können... Halt! Dieser Surf macht keine halben Sachen. Das wird eine ziemliche Show. So eine Scheiße. Shoreline. Was zur Hölle machen die? Wir haben alle umgelegt. Hey, Sam. Was? Hey. Bist du okay? Ja, okay. Du musst nämlich ruhig bleiben. Bin ruhig. Also, aufgepasst, Ladies. Wir machen's so. Ich übernehme den rechten Kerl. Ihr beide bleibt einfach... Shit! Sie meint es gerne ruhig! Oh, jetzt geht's hier aber los. Gut improvisiert. Yeah. 1+ mit Sternchen. In Deckung. Oh, was geht denn hier gleich ab? Danke für den Loot. Ja, du hast recht. Die Grafik ist wirklich schön. Ja. Ich bin tot. Na toll. Mit der schönen Grafik bin ich auch gleich mal gestorben. Eieieiei. War ich gerade ein bisschen abgelenkt? Ich muss mir nämlich erstmal irgendwie hier. Gut improvisiert. Yeah. 1+ mit Sternchen. Erstmal schnell weg hier. Ich bin schon wieder tot. Was ist das denn? Oh Mann. Ich hab nämlich nichts. Gut improvisiert. Yeah. 1+ mit Sternchen. Wohin soll's hin?
So, jetzt aber. Jetzt habe ich was zum Schießen. Ich hatte nämlich vorher noch nichts. Bams! Weg war er. So, mal schnell nachladen. Hier nehmen wir noch schnell eine Dings mit. Eine Granate. So, jetzt haben wir wieder ordentlich was zum Schießen dabei. Wo kommt der denn jetzt her? Mal rein ins Gesicht. Boah! Wo kamen die denn jetzt alle her? Okay, wir müssen uns hier mal ein bisschen konzentrieren jetzt. Aber das kriegen wir hin. So, aus die Maus. Nochmal aus die Maus. Und auch da ist Ruhe. Was hast du jetzt von deiner Neugierde? Scheiße! Boah. Du kommst hier nicht weg! Holla die Waldfee, hier geht's ja los. Das tut mir leid. Ach Quatsch, alles gut. Alles gut. Alles gut, kein Problem. Ist halt so. Oh, wo kommen die denn alle her hier? Was? Was? Wie jetzt? Oh, ich muss den ganzen Spaß nochmal machen. Das gibt's doch gar nicht. Nö, ich hab was. Ich hab doch was. Ich bin gleich schon wieder tot. Ey, was ist denn hier los? Die Waldfee. Ich werde mal hier hinten rum schlawenzeln. Oh, meine Güte, ey. Boah, hier geht's ja ab jetzt gerade. Das ist ja gerade ein bisschen busy. Entschuldigung, wenn ich hier gerade ein bisschen ruhiger bin, aber das ist hier richtig gerade zur Sache. Okay. Boah. Ich glaube, das waren die letzten. Nadine, können wir kurz reden? Was? Ich folge nur deinem Beispiel. Ja, aber... Kommt,
Ich lasse nicht zu, dass Shoreline den Stoßzahn bekommt. Die Panzerfaust hat den Ausgang zerstört. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sehen wir nach. Moment, ich will mich erstmal hier oben gucken. Ein bisschen Munition sammeln und so, ne?